Fitts Law modelliert, wie Benutzer mit einer schnellen, gezielten Bewegung Ziele auswählen. Das ist erstmal für sich genommen interessant, das hilft uns aber noch nicht für die Mensch-Computer-Interaktion. Was wir uns jetzt anschauen, ist, wie man Fitts Law auf zweidimensionale Ziele erweitert, wie man Fitts Law verwenden kann für die Mensch-Computer-Interaktion und wie man mit dem Konzept Fitts Law verschiedene Eingabegeräte vergleichen kann. Der ursprüngliche Task von Paul Fitts war, ich habe Metallplatten und die muss ich jetzt mit einem Stift so schnell wie möglich berühren. Und dabei war die Bewegung, die mit diesem Stift vollführt wird, die war nur entlang einer Dimension. Das heißt, ich habe mich nur von links nach rechts und von rechts nach links bewegt. Und dabei wurde die Breite des Ziels entlang dieser einen Dimension variiert. Ziele in der Mensch-Computer-Interaktion haben typischerweise mehrere Dimensionen, also typischerweise zwei. So wie dieser Button, der hat halt eine Breite und der hat eine Höhe. Und deswegen müssen wir uns jetzt fragen, na, wie kann ich jetzt Fitts Law für so zweidimensionale Ziele anwenden? Das ist im ersten Schritt, also für dieses Beispiel, relativ einfach. Ich gucke mir an, wo ist der Mittelpunkt und dann kann ich den Mittelpunkt benutzen, um die Distanz zwischen Mauszeiger und Ziel zu bestimmen. Und entlang dieser Dimension in der Bewegungsrichtung ist dann auch die Breite relativ einfach, weil das ist dann einfach die Breite dieses Buttons. Das verändert sich, wenn ich die Maus nicht mehr genau auf der einen Seite habe, sondern wenn ich die Maus bewege. Das heißt, wenn die Maus jetzt hier ist, dann können wir uns wieder die Frage stellen, was ist denn jetzt die Breite und was ist die Distanz, wenn wir ein Fitts Law Experiment durchführen wollen? Wenn ich das jetzt tue, dann ist es im Prinzip ähnlich. Ich habe jetzt diesen Mittelpunkt des Buttons markiert. Und was ich jetzt machen kann, ist, jetzt kann ich eine Gerade durchziehen vom Mauszeiger bis zu diesem Mittelpunkt. Und dann kann ich, wenn ich das getan habe, das Geradensegment einzeichnen, das diesen Button schneidet. Und damit habe ich dann im Prinzip auch alles, was ich brauche, um jetzt mit Fitts Law Vorhersagen für diesen Button zu machen. Das eine ist, ich habe natürlich die Distanz, das ist immer noch die Entfernung zwischen Mauszeiger und Mittelpunkt des Buttons. Und zum anderen habe ich auch durch dieses Geradensegment auch die Breite des Buttons. Das ist nämlich gerade die Länge dieses Geradensegments. Und wenn ich jetzt also das habe und ich habe für mein Eingabegerät A und B bestimmt, also die freien Konstanten für Fitts Law, die eingabegerätspezifisch sind, dann kann ich Vorhersagen machen, wie lange es jetzt dauert, diesen Button auszuwählen. Das Bestimmen von A und B, dafür kann ich das Experiment von Paul Fitts nachstellen, aber typischerweise wollen wir nicht irgendwie Metallplatten und Stifte, sondern wir wollen übliche Eingabegeräte. Das kann ich auf einem Desktop-Rechner auch machen, das heißt, ich kann auch da Fitts Law Studien durchführen. Das kann dann beispielsweise so aussehen wie in der Anwendung von Scott McKenzie. Da hat man jetzt auch, also das ist der eindimensionale Task, da hat man diese Balken, der eine ist hier rot, der andere ist hier weiß. Und die Aufgabe für einen Probanden wäre dann wieder, bewege den Zeiger, diesmal kein Stift, sondern vielleicht ein Zeiger, der von einer Maus gesteuert wird, so schnell es geht von dem einen Balken auf den anderen Balken und wähle den dann aus. Dabei kann ich dann, wie bei Paul Fitts, verschiedene Entfernungen angeben und verschiedene Breiten von diesen Balken. Und das machen Probanden dann immer wieder, mehrfach für jede Kombination von Breite und Distanz. Und so kann ich mir dann für eine Studie die freien Parameter A und B bestimmen. Das Ganze kann ich für eindimensionale Tasks machen wie hier. Ich kann das Ganze aber für zweidimensionale Aufgaben machen. Dabei nimmt man dann typischerweise nicht mehr Balken natürlich, sondern man braucht ja zweidimensionale Ziele. Und das ist das Einfachste, wenn man einfach Kreise nimmt. Bei denen ist relativ klar, was jetzt die Breite ist, weil naja, das ist halt die Ausdehnung dieses Kreises. Was ich jetzt habe hier in diesem Beispiel sind, ich habe die Kreise, jeder von diesen einzelnen Kreisen ist ein Ziel und der Proband kriegt dann die Aufgabe, diese Ziele abwechselnd so schnell es geht auszuwählen. Das heißt, die Kreise, die Ziele sind in einem größeren Kreis angeordnet und ich muss jetzt von einem einen Kreis zum gegenüberliegenden Kreis möglichst schnell und dann wieder zu dem Kreis, der irgendwie auf der anderen Seite liegt. Und das geht dann einmal rum und dann habe ich relativ viele einzelne Trials für eine Kombination aus
Breite des Ziels und Distanz des Ziels. Und auch hier kann ich dann wieder verschiedene Distanzen und verschiedene Breiten nehmen, um mir am Ende dann A und B für mein Eingabegerät zu bestimmen. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich Vorhersagen machen. Dann kann ich sagen, dieser Button, wenn die Maus an dieser Stelle ist, das wird so und so lange dauern im Durchschnitt. Ich kann aber mit der Idee, die hinter Fitts Law steckt, noch mehr Dinge tun. Eins, was ich damit machen kann, ist mir zu überlegen, wie sollten Buttons eigentlich gestaltet sein? Und Fitts Law sagt uns dann einfach, naja, ein Button, der sollte im einfachsten Fall einfach so groß sein wie möglich, weil je größer der Button, desto größer ist auch die Breite des Ziels. Und dann lässt er sich natürlich schneller auswählen. Das funktioniert natürlich nicht immer, weil wenn ich jetzt sage, ich maximiere meine Buttons, dann führt das dazu, dass nicht alle Buttons mehr gleich groß sind. Und das widerspricht dann anderen Regeln, die wir in der Mensch-Computer-Interaktion haben, beispielsweise sowas wie Konsistenz. Ich möchte eigentlich konsistente Button haben, ich möchte die so ähnlich groß haben wie möglich und im besten Fall sind sie alle immer gleich groß. Aber es lohnt sich, davon auch abzuweichen für bestimmte Situationen. Ein Beispiel wäre ein Taschenrechner. Bei einem Taschenrechner, auch auf einem Computer, da habe ich dann gewisse Buttons, die häufiger gedrückt werden als andere. Also ein Gleichzeichen, das ist halt Teil von praktisch jeder Formel. Und deswegen kann ich mir überlegen, das Gleichzeichen vielleicht größer zu machen als die einzelnen Ziffern, weil ich dieses Gleichzeichen halt häufiger auswähle. Ein anderes, was man sich mit dem Konzept überlegen kann, ist, dass man Ziele möglichst dicht an dem Mauszeiger hält. Im Extremfall wäre dann das ein Kontextmenü. Typischerweise haben wir in Anwendungen ein Menü und das befindet sich immer an der gleichen Stelle. Ein Kontextmenü hat jetzt den Vorteil, dass die Ziele, also diese Menüeinträge, genau da sind, wo auch der Mauszeiger ist. Das heißt, die Ziele führen wir wahnsinnig nah an den Pointer ran und dadurch lassen diese Ziele sich halt auch schneller auswählen. Das ist hier für das Kontextmenü so, dass es relativ dicht an den Mauszeiger drangeführt wird. Wir können uns aber auch überlegen, wenn wir wissen, dass interaktive Elemente typischerweise in einer gewissen Reihenfolge ausgeführt werden, dann macht es Sinn, diese Buttons auch so anzuordnen, dass sie auch in der Oberfläche diese Reihenfolge widerspiegeln, die zeitliche Reihenfolge sich also auch in der Oberfläche widerspiegelt. Das heißt, wenn ich zwei Buttons habe und die werden häufig nacheinander ausgeführt, ausgewählt, dann will ich die auch in der räumlichen Nähe bringen. Betriebssysteme machen noch andere Dinge, die man mit Fitts Law motivieren kann. Ein Beispiel ist das Menü von macOS. Wenn wir uns das anschauen, dann befindet sich das Menü bei macOS immer an dem oberen Bildschirmrand. Das heißt, es ist nicht so wie vielleicht unter Windows, wo das Menü im Fenster ist und ich kann das Fenster irgendwo hinschieben und dann verschiebe ich das Menü mit. Bei macOS ist es egal, wie das Fenster angeordnet ist, das Menü befindet sich immer am oberen Bildschirmrand. Was ich dadurch erreiche, ist, dass diese Menüeinträge, also sowas wie File oder Edit, die sind immer am oberen Bildschirmrand und dadurch bekommen die nach oben hin eine virtuell unendlich große Ausdehnung, weil ich den Mauszeiger, wenn ich den dagegen schiebe, dann komme ich halt nicht weiter nach oben. Der bleibt dann am Bildschirmrand. Und dadurch geht dieser Menüeintrag virtuell nach oben unendlich weiter. Und dadurch kann ich diesen Menüeintrag typischerweise deutlich schneller auswählen, als wenn der jetzt irgendwie an einer anderen Stelle war. Ich kann halt nicht mehr über das Ziel hinausschießen und dadurch wird es einfacher und vor allem schneller auswählbar. Windows macht so etwas Ähnliches. Am extremsten ist das Ganze beim Windows-Button, also der Button, der das Startmenü aufmacht. Das hier ist Windows 10 und da findet sich unten dieses Windows-Logo. Wenn ich da draufklicke, dann geht ein Menü auf. Und dieses Windows-Logo, dieser Button, der setzt sich virtuell nicht nur in eine Richtung fort, nach links, sondern auch nach unten. Das heißt, der ist virtuell in zwei Dimensionen unendlich groß. Das kann ich dann mit Fitts Law nicht mehr auffangen, weil ich kann halt keine unendlich große Breite einsetzen. Aber praktisch bedeutet das, dass dieser Windows-Button wahnsinnig schnell auswählbar ist, weil ich die Maus einfach nur, oder den Mauszeiger, in diese Richtung schieben muss, so doll ich kann, und dann wird er da schon landen, weil er kann ja nicht mehr weiter. Bei der Startleiste oder bei der Taskbar
da passiert sowas Ähnliches wie bei macOS. Also wenn ich jetzt diese verschiedenen Programme auswählen möchte, dann setzen sich diese interaktiven Elemente, also die Flächen, mit denen ich die Programme auswählen kann, auch nach unten hin unendlich weit fort. Und dadurch habe ich den Vorteil, dass die Breite des Ziels auch deutlich größer werden kann. Und dadurch werden diese Elemente einfacher auszuwählen oder schneller auswählbar. Mit Fitts Law kann ich aber, oder mit dem Konzept dahinter, kann ich noch was anderes tun. Ich kann insbesondere Eingabegeräte miteinander vergleichen, oder Fitts Law hilft mir dabei, Eingabegeräte zu vergleichen. Eine Studie, die schon etwas älter ist, wurde von Stuart Card und Kollegen durchgeführt, bereits in den 70ern. Und damals stellte man sich die Frage, wir haben jetzt so die ersten grafischen Oberflächen kamen auf. Das Konzept grafische Oberfläche hat einen Pointer benötigt, also ich brauchte irgendwie einen Zeiger, mit dem ich Dinge auf dieser grafischen Oberfläche auswählen kann. Und was damals nicht klar war, was ist denn jetzt eigentlich der beste Zeiger oder das beste Gerät, um diesen Zeiger zu steuern? Und was Stuart Card und seine Kollegen damals gemacht haben, ist, sie haben sich angeschaut, wie gut sind jetzt verschiedene Eingabegeräte dafür geeignet. Also sie haben sich die Maus angeschaut, sie haben sich einen Joystick angeschaut, sie haben sich verschiedene Varianten von Tastaturen angeschaut, mit denen ich jetzt einen Zeiger steuern kann. Und sie haben jetzt mit diesen Geräten Fitts-Law-Studien durchgeführt, um dann abzuleiten, welches der Geräte jetzt am besten geeignet ist. Und Stuart Card sagt dazu, using Fitts Law was a major factor leading to the mouse commercial introduction by Xerox. Er sagt also, die Maus, oder ein Grund, warum die Maus eingeführt wurde oder kommerziell verkauft wurde von Xerox, war halt gerade, dass sie Fitts Law benutzen konnten, um jetzt diese Eingabegeräte zu vergleichen. Wenn wir Eingabegeräte vergleichen wollen, dann brauchen wir noch ein weiteres Konzept. Wir brauchen noch das Konzept des Durchsatzes oder des Throughputs. Der Throughput ist eine einzelne Metrik, die die Leistungsfähigkeit eines Benutzers mit einem Pointing-Device beschreibt. Das heißt, ich habe ein Pointing-Device, sowas wie eine Maus, und jetzt will ich sagen, wie gut ist jetzt dieses Eingabegerät? Und der Throughput sagt dann, dieses Eingerät hat so einen hohen Durchsatz und ist deshalb so geeignet. Und wenn ich jetzt zwei Eingabegeräte habe oder mehr, dann kann ich einfach sagen, na, wenn der Throughput höher ist, dann ist das Eingabegerät einfach besser. Der Throughput, da gibt es unterschiedliche Definitionen von. Zwei davon sind, ich sage, der Durchsatz ist der Index of Difficulty geteilt durch die Movement Time. Und dann nehme ich den durchschnittlichen Index of Difficulty und die durchschnittliche Bewegungszeit und kann dadurch den Durchsatz ableiten. Eine Variante davon ist, ich sage, der Durchsatz ist 1 durch b. b ist eine der Konstanten, die ich in meiner Fitts-Law-Studie ermittelt habe. Und das wäre dann äquivalent zu der oberen Variante, wenn ich sage, a ist gleich 0. Das ist deswegen so schön, weil Paul Fitts oder Fitts-Law uns sagt, dass ich halt gerade nicht alle möglichen Breiten und alle möglichen Entfernungen testen muss, sondern eine relativ geringe Anzahl von Variationen davon. Es könnte ja sein, dass vielleicht ein Eingabegerät besonders gut geeignet ist für kleine Ziele und ein anderes Eingabegerät besonders gut geeignet ist für große Ziele. Und Fitts Law sagt uns gerade, dass dem nicht so ist. Fitts Law sagt, es gibt diese lineare Abhängigkeit zwischen der Index of Difficulty und der Bewegungszeit. Das heißt, wenn der Index of Difficulty, in dem die Breite und die Entfernung des Ziels beide kombiniert sind, wenn der Index of Difficulty hochgeht, dann geht linear abhängig davon auch die Bewegungszeit hoch. Und weil dem jetzt so ist, reicht es, wenn ich einfach 6 IDs habe und für die Bewegungszeit bestimme. Das heißt, wenn ich Probanden mehrere nehme und diese Probanden dann Fitts Law Task ausführen lasse für 6 verschiedene IDs, dann kann ich daraus den Durchsatz ableiten und damit sind dann 6 IDs, 6 Index of Difficulties ausreichend, um mehrere Eingabegeräte zu vergleichen. Und dadurch kann ich deutlich kleinere Studien machen. Dadurch werden Studien deutlich einfacher und dadurch kann ich auch Eingabegeräte deutlich einfacher vergleichen. Solche Studien werden auch heute noch durchgeführt. Das ist etwas aktueller von Scott McKenzie und Tether. Die hatten ein etwas
esoterisches Eingabegerät. Sie hatten ein Tablet, auf dem Tablet gab es einen Zeiger und ich habe jetzt durch die Bewegung des Tablets, nämlich das Tablet geneigt habe, diesen Zeiger steuern können. Das ist nicht so ganz einfach. Man sieht es auch, wenn man sich den Bewegungspfad anschaut, der sieht dann so aus. Das heißt, da sieht man schon, naja, so ganz einfach ist es nicht mit diesem Eingabegerät. Aber sie hatten dann zwei Varianten, die sie miteinander verglichen haben, weil sie hat interessiert, wie gut ist das denn so generell und ist es irgendwie nützlich und wie sollten wir jetzt Ziele auswählen. Und sie hatten die beiden Varianten, dass sie in der einen Variante wurde das Ziel ausgewählt, sobald ich es betreten habe, also sobald der Pointer auf dem Ziel war, wurde das Ziel ausgewählt. Und in der anderen Variante war es so, ich musste eine Weile auf diesem Ziel bleiben. Das heißt, das nennt man dann Dwell Time und nach dieser Dwell Time wurde dann das Ziel ausgewählt. Sie haben dann mit diesen beiden Varianten ein Fitzlaw-Experiment durchgeführt. Das heißt, Probanden haben jetzt verschiedene große Ziele, die kreisförmig angeordnet waren, mit verschiedenen Entfernungen ausgewählt. Und was sie dann festgestellt haben, ist, ja, tatsächlich, Fitzlaw funktioniert hier. Was man daran sieht, dass man für diese Index of Difficulties und auf der anderen Seite die Bewegungszeit eine lineare Abhängigkeit findet. Und was sie aber auch festgestellt haben, ist, dass das eine tatsächlich deutlich besser ist oder deutlich schneller funktioniert als das andere. Das heißt, wenn ich das Ziel auswähle, indem ich einfach das Ziel betrete, dann erlange ich einen höheren Throughput, einen höheren Durchsatz und deswegen ist das Eingabegerät in diesem Fall besser geeignet. Jetzt haben wir typischerweise nicht solche Eingabegeräte, also ich steuere selten meinen Pointer mit einem Tablet. Was wir typischerweise haben, sind andere Eingabegeräte. Und für die können wir uns aber auch überlegen, was ist denn jetzt der höchste Durchsatz? Also wenn wir uns anschauen, sowas wie die Maus, einen Touchpad oder auch einen Touchscreen, dann können wir mit Fitzlaw diese Geräte vergleichen und uns fragen, naja, welches dieser Geräte hat denn jetzt wohl den höchsten Durchsatz?